Stellen Sie sich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine riesige Geburtstagstorte vor, die hier im Studio steht und für 2000 Leute reichen muss. Sie merken schon, wir feiern nicht das Stadtgespräch, aber eine Behörde, die ganz, ganz wichtig ist für ganz Bayern. Und hier ist der erste Gratulant. Ich gratuliere dem Bayerischen Landeskriminalamt sehr herzlich zum 75. Geburtstag. Es sind 75 Jahre sehr erfolgreicher Arbeit. Heute steht das LKA perfekt da, hervorragend technisch ausgestattet, großartige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Herzlichen Dank für die Arbeit und alles Gute für die Zukunft. Ich sage auch herzlichen Dank. Präsident des Bayerischen Landeskriminalamts ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Herr Pickert. Vielen Dank. Schnell, wenn der Innenminister so zur Begrüßung gleich mal kommt und die Mitarbeiter lobt. Da freut man sich natürlich und er hat ja auch recht. Wir können ja stolz auf unsere Behörde sein. Und über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten jeden Tag hervorragende Arbeit. Und vor allem jetzt in der Pandemie, wenn man sich unser Aufgabenspektrum betrachtet und welche Einsätze zu bewältigen waren, kann auch ich nur sagen, herzlichen Dank und ihr habt das alles klasse gemacht. Dem Dank schließe ich mich an. Und wenn wir das nächste Mal wieder hören, dass der Freistaat das sicherste Bundesland ist, dann liegt es sicher auch mit daran, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LKA leisten. Für was sind sie eigentlich alles zuständig? Ja, grundsätzlich ist für Kriminalitätsbekämpfung sind die Polizeipräsidien regional zuständig. Aber wir haben verschiedene Aufgaben. Zum einen sind wir Serviceleister, beispielsweise im Bereich der Kriminaltechnik. Untersuchungen im Bereich DNA, Physik, Chemie und so weiter ist unser Repertoire. Aber wir sind auch für größere Ermittlungsverfahren zuständig. Wir haben eigene Zuständigkeiten im Bereich Waffenhandel, Sprengstoff, aber auch im Terrorismusbereich und im Bereich Cybercrime. Und auch im Bereich der organisierten Kriminalität, immer dann, wenn es größere, regional übergreifende Verfahren sind, kommen wir ins Spiel. Jetzt ist alles heute hochmodern, wie man sich es besser nicht wünschen kann. Angefangen hat es ganz anders, nämlich mit Papier und Bleistift. Wir haben einmal ein paar Bilder vorbereitet, wie ein Mord festgehalten werden musste. Das sieht man also. Das ist der Mord an der Witwe Lustig, die liegt im Bett, das sieht man links. Und dann wurde einfach auf ein Blattl Papier eingezeichnet, was sonst noch im Raum war. Und das wird sogar richtig künstlerisch auf dem dritten Bild. Da sieht man also die Fenster und den Kamin und Tisch und Bankel und alles. Das war also die erste Art, einen Tatort so zu skizzieren, dass man sich vielleicht nachher noch dran orientieren kann. Wie würde das heute aussehen? Ja, heute ist es anders. Heutzutage kommt ein 3D-Scanner zum Einsatz und später wird es sogar noch virtueller. Das heißt, heutzutage läuft alles digital, wird aufgezeichnet, bearbeitet und dann kann man virtuell diesen Tatort besichtigen. Man muss kein Blatt Papier mehr anschauen, sondern setzt eine VR-Brille auf und ist quasi im Geschehen und kann alles von dort betrachten. Das heißt also, man muss auch nicht mehr alle zusammenholen, sondern von unterschiedlichen Orten aus kann man denselben Tatort begehen. So ist es. Die Ermittler können von ihrem Arbeitsplatz aus, der Staatsanwalt von seinem Büro, kann in diesen Tatort gehen. Man kann sich aber auch gemeinsam treffen und in einem sogenannten Holodeck gemeinsam diesen Tatort betreten und nach dem berühmten Detail suchen, was vielleicht noch fehlt, um den Täter zu identifizieren. Jetzt ist neue Technik oft etwas sehr Gewinnbringendes, ein echter Segen in manchen Fällen, aber auch genau das Gegenteil, nämlich die Pest, zum Beispiel, wenn es um die Verbreitung von Kinderpornografie geht. Früher musste man dann noch am Kiosk sich das Heftel irgendwie holen, verdruckst. Heute ist es ein leichtes für jeden von uns, Kinderpornografie frei im Netz zu finden. Ja, es ist natürlich ein Thema, das überhaupt die Polizei, aber die Gesellschaft beschäftigt. Es vergeht ja keine Woche, kein Monat, dass auch immer wieder große Durchsuchungsaktionen stattfinden und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind, Täter festnehmen. Dahinter stecken sehr langwierige Ermittlungen. Und wenn man mal auf die Statistik schaut, dann sieht man einfach, dass seit geraumer Zeit hier die Steigerungsraten sehr groß sind. Immer mehr Männer konsumieren Kinderpornografie und das macht uns Sorge, weil dieser Bereich, es steckt immer ein Missbrauch eines Kindes dahinter.
Manchmal wird es auch so ein bisschen verharmlost, Pornografie. Aber nein, ein Kind wird missbraucht auf übelste Art und Weise. Dieser Missbrauch wird ins Netz gestellt und wird dann verteilt, verbreitet weltweit. Und deswegen ist es einer der schlimmsten Bereiche, sicherlich auch einer der schlimmsten Bereiche, mit denen sich die Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzen müssen. Dann schauen wir uns jetzt noch mal zusammen an, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie die Bilanz der letzten großen Durchsuchungsaktion, die ist kaum eine Woche her, ausgeschaut hat. Verbreitung, Besitz, aber auch Herstellung von Kinderpornografie nehmen zu. Vor einer Woche hat in Bayern die bisher größte Durchsuchungsaktion stattgefunden. 51 beschuldigte Männer im Alter zwischen 16 und 62. Bei einem der Beschuldigten wurden 18.000 kinderpornografische Dateien, die er sich aus dem Internet heruntergeladen hatte, festgestellt. Das ist eine relativ große Zahl, aber bei weitem nicht die größte. Wir haben leider in diesem Deliktsbereich, stoßen wir öfter auf Datensammlungen, die mehrere hunderttausend kinderpornografische Bilder und Videos umfassen. Das ist leider keine Seltenheit. Bei der Spezialeinheit zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellen Missbrauchs im Internet sind allein in den vergangenen 4 Monaten mehr als 1.400 Verfahren eingegangen. Es geht immer im Hintergrund um echten, brutalen sexuellen Missbrauch von Kindern. Und schon allein deshalb muss das mit allem Nachdruck verfolgt werden. Wir müssen die Weiterverbreitung unterbinden, aber wir müssen vor allen Dingen denen auf die Spur kommen, die tatsächlich Kinder missbrauchen. Dazu wertet das LKA Videos mit kinderpornografischen Inhalten aus. Eine Fahnderin, die unerkannt bleiben will, erzählt uns, wie sie mit diesem Job umgeht und ihn bewältigt. Beim direkten Auswerten versuche ich immer, eine persönliche Distanz aufzubauen. Ich versuche mich zu konzentrieren, Hinweise zu finden, um den Täter zu identifizieren, und schiebe ganz bewusst Gedanken in Richtung, was geht in dem Kind im Moment vor, was wird dem Kind da angetan, zur Seite. Was mich überwiegend dazu gewogen hat, den Job zu machen, ist der Gedanke einer sinnhaften Arbeit. Also Kindern zu helfen, aus dieser Notsituation rauszukommen und in gewisser Weise sie dadurch zu retten. Ich habe einmal in meinem Leben, Herr Pickert, im LKA Bilder angeschaut, die nicht verpixelt waren, und kann glaubhaft versichern, dass ich 2 Tage später wirklich noch mit Magenschmerzen durch die Gegend gegangen bin. Hochachtung, dass Menschen sich dem tagtäglich aussetzen. Wie schützt man die? Ja, wichtig ist, dass man die Möglichkeit bietet, drüber zu reden. Das heißt, es gibt bei uns auch Supervisionen, die zusammen mit unseren Psychologen durchgeführt werden, dass die Kolleginnen und Kollegen wissen, wenn man merkt, es kommt zu nah an die eigene Seele, dass man auch laut gibt und sagt, da ist was und ich brauche Hilfe. Und ganz wichtig ist, alle arbeiten freiwillig in dem Bereich und jeder hat die Möglichkeit, wenn er sagt, jetzt ist es mir zu viel, dass er auch wieder den Bereich wechseln kann. Denn das, was die Kolleginnen und Kollegen da tagtäglich sehen, das geht über das Maß hinaus, was man im Polizeiberuf eigentlich sonst gewöhnt ist. Wir haben es natürlich immer auch mit Schattenseiten zu tun, mit Leid. Aber der Bereich der Kinderpornografie und des sexuellen Missbrauchs, das ist ein ganz besonderer. Und da muss man auch als Arbeitgeber, als Polizei Angebote unterbreiten. Weil man muss immer vorsichtig sein, dass auch keine Normalität einkehrt, sondern dass man immer wieder auch das Thema hervorholt und sagt, ist irgendwas, wie geht's euch dabei, wie sind da eure Gefühle, dass man die Möglichkeit bietet, drüber zu sprechen. Ganz wichtig. Was sind denn das für Täter? Ja, durch alle Gesellschaftsschichten. Man sieht ja dann immer, wenn die Großverfahren laufen, das ist nicht nur irgendjemand, der in irgendeinem anonymen Hochhaus wohnt. Das sind auch Menschen, die in der Gesellschaft eine gewisse Stellung haben dabei. Letztendlich Menschen, die krank sind, die eine pädophile Neigung aufweisen, weil ansonsten kommt man doch nicht dazu, solche Dinge zu tun. Aber ganz schrecklich und aber sehr wichtig, dass man auch diesen Menschen Hilfe anbietet. Auch der präventive Bereich ist sehr wichtig, dass Menschen, die merken, bei mir stimmt was nicht, dass sie sich auch an kompetente Stellen wenden können.
Einer Ihrer Fahnder hat es geschafft, mit einem 62 Jahre alten Tierarzt aus Schwaben in Kontakt zu treten. Das war ganz lange, ein ganz langes Verfahren, bis man draufgekommen ist, wie dieser Mann auf mehreren Plattformen im Darknet Bilder eingestellt hat von Kindern. Überwiegt da jetzt die Freude über den Fahndungserfolg oder graust es einem eigentlich, wenn man sieht, wie viel da noch unterwegs ist, wo man nicht drankommt? Ja, wichtig ist der Fahndungserfolg auch darzustellen, wir sind erfolgreich. Und im Darknet braucht sich auch niemand verstecken. Das mag zwar geschützt klingen, aber auch im Darknet ist niemand vor uns sicher. Wir sind da unterwegs und nicht nur im Bereich der Kinderpornografie, auch in anderen Bereichen. Und ich glaube, das ist so die wichtige Botschaft. Wir finden euch und eines Tages klingeln wir bei diesen Menschen an der Haustür. Und diese Ermittlungen sind umfangreich. Die unterscheiden sich sicher häufig von anderen Ermittlungen. Sehr langwierig, weil natürlich diese Täter versuchen, ihre Identität zu verschleiern. Aber der Erfolg ist da und es gibt uns Recht. Und das ist die allerwichtigste Botschaft. Wo liegt denn die besondere Herausforderung? Liegt es daran, dass die Erstellung des Materials oft in Ländern erfolgt, wo das anders verfolgt wird, wenn es überhaupt verfolgt wird? Also dass man dann auch mit Ländern in Kontakt treten muss, zu denen man vielleicht nicht die besten Kontakte hat oder die eine andere Staatsform haben zum Beispiel? Diese Fälle gibt es natürlich, aber der Missbrauch erfolgt ja auch bei uns im Land. Es gab ja erst vor einiger Zeit Fälle, wo letztendlich die Kinder auch in Deutschland missbraucht werden. Das Bildmaterial wird in Deutschland erstellt und dann verbreitet. Aber der internationale Aspekt ist natürlich für uns sehr wichtig. Und die Kooperation mit anderen ausländischen Dienststellen ist wichtig, wird bei uns im LKA auch sehr groß geschrieben, dass wir ständig bemüht sind, Kontakt zu halten mit anderen Ländern. Im Bereich Kinderpornografie ist vor allem die USA und Kanada ein sehr wichtiger Ansprechpartner, wo wir sehr viel Informationen über diese geschlossenen Foren erhalten, um dann auch tätig zu werden. Funktioniert die Zusammenarbeit mit anderen Ländern, gerade wenn es um Kinderpornos geht? Also in der letzten Zeit sind unsere Erfahrungen wirklich sehr gut. Ich habe es angesprochen, gerade Kanada, USA, sehr viele dieser Großverfahren, auch jetzt die Operation Weckruf, fußt oft auf Informationen, die wir aus dem Ausland bekommen. Da sind wir sehr dankbar und wir sind auch sehr bemüht, diesen Austausch zu forcieren. Und wie gesagt, international ist das Verbrechen überall in vielen Bereichen und für uns auch die Herausforderung, unser Netzwerk international immer gut zu pflegen. Jetzt werden da Computer sichergestellt, Handys sichergestellt bei insgesamt 51 Menschen. Aber was folgt danach? Also das klingt jetzt erstmal alles super, aber für Sie geht die Arbeit jetzt eigentlich erst los? Jetzt geht's richtig los. Das heißt, hier steht viel Arbeit an. Das Ermitteln ist das eine. Und jetzt müssen die Kolleginnen und Kollegen sehr viel Asservate auswerten, die Smartphones, die Computer, die Tablets. Und wenn man sich so nur vorstellt, vor 20 Jahren, da hatte jeder vielleicht ein Telefon, jetzt mehrere mit X-SIM-Karten und PCs. Und da steht viel Arbeit ins Haus. Das dauert oft Wochen und Monate, bis überhaupt ein Überblick geschaffen ist über all das, was vorhanden ist. Manche Täter versuchen natürlich auch den Zugang zu erschweren, dass Dinge mit Passwörtern geschützt sind und mit PINs. Aber auch das ist mittlerweile eine Herausforderung, die wir meistern können mit unterschiedlichen Dienststellen, die uns dabei unterstützen, auch das noch so schwierige Kennwort zu knacken, damit wir an die Inhalte kommen. Lassen Sie uns insgesamt mal über Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen. Man hat ja gar nicht so richtig Vorstellungen, wer eigentlich alles beim LKA arbeitet. Es kann nicht nur in Anführungsstrichen der normale Polizist, der normale Fahnder sein. Wer ist denn da alles bei Ihnen? Also man kann so sagen, dass 50% sind klassisch Polizeibeamte, die den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt haben und dann zur Kriminalpolizei gewechselt sind. Und dann haben wir viele andere aus vielen verschiedenen Bereichen. Im Bereich der Kriminaltechnik sind es die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die sich mit DNA, mit physikalischen Prozessen beschäftigen, aber auch mit IT-Fragen. Gerade die Auswertung, wie kann ich vielleicht ein verschlüsseltes Handy knacken, wie komme ich an die Informationen im Zusammenspiel mit IT-Technikern, aber auch mit unseren Cybercops, die ein Jahr Polizeiausbildung hinter sich haben und dann uns gerade bei den Ermittlungen im Cybercrime-Bereich unterstützen. Aber auch Kriminologen, Soziologen,
Also eine Bandbreite, die so enorm ist, dass wir sehr viele Berufe abdecken. Laborkräfte, Datenerfasser. Was machen also ein denn breites Soziologen bei Ihnen? Ja, wir beschäftigen uns ja auch mit der Frage, wie entsteht Kriminalität. Also unsere kriminologische Forschungsgruppe beispielsweise hat ja vor allem das Thema Kinder- und Jugendkriminalität seit vielen Jahren im Visier, zu schauen, wie entwickelt sich das und vor allem, was kann man präventiv tun? Was können auch andere, nicht die Polizei, wenn wir ins Spiel kommen, ist meistens zu spät, aber was können andere leisten? Wie kann man Präventionsarbeit miteinander vernetzen? Aber auch im Bereich der Deradikalisierung, wenn es um Lebensumstände beispielsweise geht, um die Vita eines Menschen geht, wo Dinge eine Rolle spielen, wenn ein Leben vielleicht mal einen anderen Verlauf als geplant nimmt. Was da kann daraus für Gefahrenlage entstehen? Also ein breites Feld auch für Soziologen und andere Wissenschaftler. Und dann sind Sie noch ein ganz besonderer Arbeitgeber, weil Sie sich sehr stark dafür einsetzen, dass Menschen mit Behinderung im LKA arbeiten können. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da ist uns eine junge Dame aufgefallen, die 2 Bronzemedaillen gewonnen hat bei den Olympischen Spielen. Sie ist eigentlich Biathletin. Sie kann nicht sehen, aber ihr Hund hilft ihr. Und beide zusammen sind ein tolles Team im LKA. Schauen Sie sich das mal an. Clara Klug ist 26 Jahre alt und IT-Fachkraft beim Bayerischen Landeskriminalamt. Außerdem hat die Münchnerin bei den Paralympischen Spielen 2018 in Pyeongchang doppelt Bronze im Biathlon gewonnen. Clara ist blind und kam über die Spitzensportfördergruppe der Bereitschaftspolizei ins LKA. Immer an ihrer Seite, Blindenhund Buddy. Als Parasportlerin nicht ganz normal überhaupt so eine duale Förderstelle zu erhalten. Und dann ist es natürlich auch als blinde Computerlinguistin jetzt nicht unbedingt die erste Idee, zur Polizei zu gehen. Aber ich habe hier im LKA bislang nur sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, eben dass die Behinderung immer überwiegend zweitrangig ist und erstmal geguckt wird, was sind denn eigentlich die fachlichen Kenntnisse und dann geschaut wird, wie kann man das trotz Behinderung in den Griff bekommen. Die Münchnerin arbeitet an der Barrierefreiheit des Bayerischen Landeskriminalamts. Da geht es ja vor allem darum, eben Inhalte auch für Menschen mit Sehbehinderungen besser erfassbar zu machen. Jetzt vor allem in unserem Fall gerade in den Social Media Posts zum Beispiel, dass man da Alternativtexte für Fotos einfügt oder dergleichen. Mir wird hier einmal per Sprachausgabe auditiv ausgegeben, was auf dem Bildschirm steht, beziehungsweise eben jetzt gerade, was ich geschrieben habe. Und ich kann hier unten aber auch noch mal immer eine Zeile, 80 Zeichen lesen, was geschrieben wurde in Punktschrift. Seit 2019 ist Clara eine von rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im LKA. Es macht unglaublich Spaß. Also ich bin jeden Morgen, ich komme super gerne in die Arbeit, bin jeden Morgen froh, so ein nettes Team zu haben und durfte jetzt die Woche auch ein bisschen andere Abteilungen kennenlernen und bin überall auf sehr, sehr offene Menschen gestoßen, die wahnsinnig bereit sind, auf ihre Fachbereiche einzugehen und einem was zu erklären und aber auch sehr neugierig sind, was so von außen kommt. Also es ist ein ganz tolles Arbeitsklima. Und genau deshalb ist es auch das langfristige Ziel von Clara, beim LKA zu arbeiten. Was wünscht man sich eigentlich mehr als eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, der sagt, ich gehe da jeden Tag total gerne hin, super. Ja, besser kann es ein Chef eigentlich gar nicht haben. Und das freut mich ganz besonders, dass wir die Möglichkeit haben, Menschen mit Behinderung bei uns im LKA so hervorragend zu integrieren. Da haben viele Menschen vor vielen Jahren bereits die Weichen dafür gestellt, sich engagiert, nach Möglichkeiten gesucht. Und da kann man zu Recht drauf stolz sein. Heißt ja aber auch, dass die Bereitschaft der Leute im LKA groß sein muss, danach zu suchen, wo könnte man denn da jemanden gut brauchen? Wie könnte man sich da strukturieren, dass das möglich ist? Also das Bewusstsein scheint ja auch sehr stark vorhanden. Ja, da gehört eine gewisse Kultur natürlich dazu innerhalb der Behörde. Die ist vorhanden, weil schon vor vielen Jahren da die Weichen gestellt wurden. Aber das ist ja kein Prozess, der irgendwann endet, sondern es ist ein stetiger Austausch und die Suche danach. Wo bestehen auch Möglichkeiten, wenn entsprechende Bewerber da sind, auch dann die Menschen mit Behinderung zu integrieren. Und das ist bei uns in der Behörde ein Thema,
das ist allgegenwärtig, ob es in der Mitarbeiterzeitschrift ist oder wie jetzt bei unseren Videobotschaften, weil natürlich vieles virtuell ist. Und gerade die Kollegin Klug hat es angesprochen, wie wichtig ist, auch Barrierefreiheit zu schaffen. Das ist ein Thema, das ist immer eine Herausforderung, weil man kommt dann erst bei der täglichen Arbeit oder dem täglichen Miteinander drauf, oh, wo sind eigentlich noch Barrieren? Aber wichtig ist, die geistigen Barrieren, die gibt es nicht. Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit und das ist ein gewisses Aushängeschild auch des Bayerischen Landeskriminalamts. Und bestimmt ein tolles. Wir Absolut. Reden gleich über die Herausforderungen, die jetzt so in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf das LKA zukommen, nach einer ganz kurzen Pause. Faszinierende Lebens- und Erfolgsgeschichten. Jörg van Hoven im Gespräch mit Menschen in München. Persönlich und hautnah. Menschen in München. Mittwochs um 20.15 Uhr. Nur hier auf München TV. Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Legion Akademie München. Platz mit Christopher Griebel. Am Stammtisch neben bayerischen Originalen und Münchner Urgesteinen. Stammtisch mit Christopher Griebel. Donnerstags um 22 Uhr. Nur hier auf München TV. Gartenkracher, jetzt 20%. Plus 20% Family and Friends Rabatt. Plus 25% auf ausgewählte Gartenmöbel. Mehr unter hoeffner.de/Gartenkracher. Klick dich rein. Endlich wieder unbeschwert kauen und lachen. Dank Implaneo. Unsere Dentalklinik in München bietet Ihnen die schmerzfreie Methode für feste dritte Zähne an einem Tag. Genauso wie hochwertige Implantate und Zahnästhetik. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten kostenfrei beraten. Am Tag der Zahnimplantate. Jetzt anmelden. Alle Infos unter implaneo.de. Endlich ist alles geregelt. Damals wollten wir in unserem Zuhause nur gemeinsam alt werden. Heute wissen wir, unser Zuhause kann mehr. Unseren Ruhestand finanzieren mit einer Immobilienrente. Geldsorgen sind für uns kein Thema mehr. Vertrauen auch Sie dem Marktführer Deutsche Leibrenten AG. Finanziell sorgenfrei in Ihrem Zuhause. Wir zeigen Ihnen die neuesten Trends aus Fashion, Lifestyle und Business. Schaufenster, Neues aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur mit Christoph Gock. Jeden Montag um 17 Uhr und jeden Freitag um 17.45 Uhr. Nur hier auf München TV. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Diskutieren Sie mit uns auf facebook.com/München TV. Der Facebook-Auftritt von München TV. Interaktives Programm und Livestream aus Ihrer Stadt. Harald Pickert, Präsident des Bayerischen Landeskriminalamts, sitzt hier ohne Torte, ohne große Feier zum 75. Geburtstag. Und lassen Sie uns über einen Teil reden des LKA, über den man noch nicht so gut Bescheid weiß und vor allem nicht, dass der bei Ihnen ist, die internen Ermittler.
Das heißt also, wenn zum Beispiel, wie in München geschehen, Polizisten Drogen konsumieren und mit Drogen dealen, dann kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LKA und führen die Ermittlungen. Das scheint mir schwierig zu sein. Ja, auch ein ganz besonderer Bereich, gegen die eigenen Kolleginnen und Kollegen zu ermitteln. Dieser Bereich ist seit einigen Jahren bei uns im Landeskriminalamt, aber auch eine ganz besondere Herausforderung. Und wenn ich so aktuell auch schaue, den Kolleginnen und Kollegen ist es natürlich wichtig, solche Dinge aufzuklären, damit der gute Ruf, den die Polizei genießt, auch wiederhergestellt wird, wenn er durch solche Fälle auch mal zu leiden hat. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die betroffenen Beamten, hinter denen daher ermittelt wird, das vielleicht anders sehen sollen, sagen, ich sage es jetzt mal etwas derb, Kollegenschweine. Wie gehen die internen Ermittler damit um, dass sie jetzt, sie können nicht jetzt den besten Ruf haben eigentlich, weil man ja sagt, darfst du nicht die eigenen Leute. Also aktuell ist es eigentlich anders. Wir werden eigentlich aus den eigenen Reihen sehr bestärkt. Und wenn ich mir so die eine oder andere E-Mail oder das eine oder andere persönliche Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus den Präsidien so Revue passieren lasse, da steckt eigentlich der Wille dahinter. Los Jungs, ihr kriegt es hin und es wird alles ausermittelt, dass das eben nicht so stehen bleibt und dass man immer belegt, jawohl, sowas hat mit der Polizei nichts zu tun. Strafbares Verhalten wird nicht toleriert und dann muss alles auf den Tisch, dann muss alles aufgedeckt werden. Und wenn strafbares Verhalten da war, muss das auch entsprechend bestraft werden. Dafür stehen die Kolleginnen und Kollegen. Und das sieht der große Teil der Mitarbeiterschaft, sieht es so, weil man wird ja auch im Privatleben damit konfrontiert. Man ist ja Polizist im Bekannten- und im Freundeskreis und da wird man auf solche Dinge angesprochen. Und da ist es gut, wenn man sagen kann, nein, wir haben eine Einheit, die kümmert sich darum und rückt es auch wieder mal gerade. Dieser Spruch, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, ist also nicht zutreffend. Das wird ja auch immer manchmal so in Social Media dann sofort verdächtigt. Naja, das wird wieder vertuscht, da kommt nichts raus. Nein, man sieht ja auch, es gibt immer wieder Verfahren, wo es dann auch zu Urteilen kommt. Das heißt, Polizei und Staatsanwaltschaft, die ermitteln objektiv. Und es zeigt einfach, wenn etwas strafbar war, kommt es ans Licht, wird aufgedeckt. Und am Schluss gibt es auch ein entsprechendes Urteil. Lassen Sie uns einen Teil anschauen, der, glaube ich, sehr viel Energie bindet. Alles, was mit Verbrechen im Netz zu tun hat. Wir haben einen kleinen Beitrag zusammengestellt, worum es eigentlich geht. Ein Unbekannter vor dem Computer, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. So wird Cybercrime oft dargestellt. Für die Ermittler im Bayerischen Landeskriminalamt steckt aber deutlich mehr dahinter als ein vermummter Hacker im Keller. Wir bei der Polizei unterscheiden bei Cybercrime in die sogenannte Cybercrime im engeren Sinne. Das sind tatsächlich diese Computerstraftaten, die durch Leute begangen werden, die man sich landläufig so vorstellt, wie Sie es gerade beschrieben haben, mit Kapuze und dunkler Sonnenbrille. Das sind Computerdelikte wie beispielsweise Computersabotage. Darüber hinaus verstehen wir unter Cybercrime aber auch Straftaten, die eigentlich althergebracht sind, wie beispielsweise Betrug oder Erpressung, bei denen aber seit einigen Jahren oder Jahrzehnten das Internet als Tatmittel zum Einsatz kommt. Inzwischen gibt es kaum ein Delikt, in dem das Internet noch keine Rolle spielt. Allein 2020 gab es in Bayern 35.652 Fälle von Straftaten im Internet. 20% mehr als noch vor einem Jahr. Der Bogen spannt sich sehr, sehr weit. Es ist tatsächlich vom kleinen Betrug über eBay, wo es vielleicht nur um ein paar Euro geht, wobei auch das ärgerlich ist, wenn es einen selbst betrifft, bis hin zum Lahmlegen von kritischen Infrastrukturen wie beispielsweise Krankenhäusern oder Energieversorgern. Cybercrime reicht in alle Aufgabengebiete des LKA hinein. Die Arbeit der Ermittler hat sich dadurch verändert. So braucht zum Beispiel ein Drogenfahnder heute zusätzlich ein Verständnis für Social Media und Onlinehandel. Und zwar nicht unbedingt nur den legalen Onlinehandel, sondern auch die Tiefen wie Darknet etc. Wie bilden Sie aus? Also zum einen ist natürlich in der klassischen Polizeiausbildung das Thema
IT-Kenntnisse, Digitalisierung heutzutage gang und gäbe und ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Das heißt, ein gewisses Grundwissen über wie finde ich überhaupt digitale Spuren, wie komme ich jemanden dahinter, wie werte ich Header aus und so weiter, das ist heutzutage Standard. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Spezialisten im Landeskriminalamt, die uns bei der täglichen Arbeit unterstützen. Die Cybercops, die ein Jahr Polizeiausbildung haben, aber natürlich einen beispielsweise Informatik-Hintergrund, helfen uns dabei. Techniker aus vielen Bereichen, vor allem auch in der Kriminaltechnik. Man hat es auf dem Bild schön gesehen, wenn es dann darum geht, die Datenträger auszuwerten, vielleicht Codes zu knacken und so weiter, sind wir ja wie eine Sonderkommission. Experten aus vielen Bereichen arbeiten Hand in Hand und das macht dann auch den Erfolg aus. Jetzt ist der kleine Betrüger, der bei eBay was einstellt, was er vielleicht gar nicht verkaufen darf oder was er nie losschickt, die eine Geschichte. Die andere, die einem wahrscheinlich etwas mehr Kopfzerbrechen macht, ist ja, dass es große Organisationen gibt, kriminelle Organisationen und sogar Staaten, die Attacken fahren, verunsichern wollen, Kampagnen da am Laufen haben. Wie geht man damit um? Ja, die Bandbreite ist sehr vielfältig und man muss sich auf alles einstellen. Aber auch immer dann, wenn größere Organisationen dahinter stecken, kommen wir eines Tages auf die Spur. Wir haben ja erst vor kurzem ein großes Verfahren in Deutschland absolviert, wo man Emotet zerschlagen konnte. Also auch eine Organisation, die europaweit, weltweit operiert hat und letztendlich Erpressungen durchgeführt hat. Und man sieht, es funktioniert. Man braucht einen langen Atem und man muss international zusammenarbeiten. Also wie gesagt, Grenzen gibt es da nicht mehr. Die Kooperation läuft quer über den Globus. Wie ist es eine große Bandbreite an Unterschieden, ob man kooperieren möchte miteinander oder nicht? Also gibt es oder ist es ein allgemeines Grundeinverständnis, dass man sich zur Verbrechensbekämpfung zusammenschließen muss? Also das ist schon ein Grundverständnis weltweit und auch in Europa, weil natürlich alle von den Auswirkungen von Cybercrime betroffen sind. Das ist in allen Staaten gibt es Attacken auf Wirtschaftsunternehmen, auf die kritische Infrastruktur, aber auch auf jeden Menschen. Und das ist ja die Qualität dieses Deliktsbereichs, dass jeder davon betroffen sein kann. Und wenn es eben der Betrug ist, aber auch Identitätsdiebstahl, da sind Menschen betroffen davon. Und die leiden dann auch drunter, wenn mit ihrer Identität Dinge betrieben werden, die außerhalb dessen ist, was sie sich jemals haben vorstellen können. Und deswegen eint es, glaube ich, auch alle, hier an einen Strang zu ziehen. Jetzt ist es eine Geschichte, wenn ich eine Firma, wenn ich ein Unternehmen oder eine Vereinigung habe, die kriminelle Dinge im Netz tut, oder ob das zum Beispiel ein anderer Staat ist. Was man laufend hört, ist gerade vor Wahlen, da wird Einflussnahme betrieben, das soll verunsichert werden, da werden falsche Informationen gesteuert. Jetzt kann ich ja da nicht sagen, ach, wir haben da eine Firma zerschlagen und damit endet das. Was passiert denn in solchen Fällen? Na, das ist natürlich auch eine politische Dimension, wo natürlich auch nicht nur die Polizei oder am wenigsten die Polizei, vor allem auch die Geheimdienste eine Rolle spielen. Und da, glaube ich, ist es erforderlich, dass man auch auf der politischen Ebene sich Gedanken macht, wie man da gemeinsam diesen Kampf gegen Falschinformationen durchführt. Und wichtig, glaube ich, für alle, sich immer vor Augen zu führen, was überhaupt Information ist. Welchen Informationen traue ich eigentlich? Welche Informationen erschließe ich mir heutzutage? Auf welchem Weg ist alles, was im Netz verbreitet wird, wirklich belastbar oder fußt auf tatsächlichen Gegebenheiten? Auch wir Menschen müssen unser Verhalten auch umstellen und anpassen und genau aufpassen, wer verbreitet was, wer steckt hinter dieser Information. Dann ist es auch lösbar, wenn man weiß, auf was kann ich mich verlassen und auf was nicht. Wie hat Corona das Verbrechen verändert? Es hat es natürlich noch mehr ins Netz gezogen. Es war ja vor der Pandemie bereits so, dass immer mehr Straftaten
einen Hintergrund im Netz hatte, also sprich das Internet spielt bei der Tatausführung eine gewisse Rolle und die Pandemie hat das nochmal verstärkt, sogar extrem verstärkt, weil gerade in dem Bereich der Betrugsdelikte beispielsweise sehen wir natürlich zweistellige Steigerungsraten in der Statistik. Aber ganz klar, die Menschen sind zu Hause, sie nutzen das Internet, sie bestellen übers Internet, sie kommunizieren und damit ist es natürlich für jeden Kriminellen auch die Möglichkeit, hier Opfer zu finden. Und das beschäftigt uns natürlich in der Zukunft noch viel mehr. Gibt es denn wenigstens die positive Seite, dass das Verbrechen auf der Straße nachgelassen hat? Also vor allem, weil wir ja daran gewohnt sind, weniger auf der Straße zu sein. Es hat sich natürlich aus der Pandemie ergeben. Wenn Ausgangsbeschränkungen herrschen, dann passiert natürlich auf der Straße weniger. Wenn alle Clubs geschlossen sind, wenn es kein Oktoberfest gibt, passieren da natürlich keine Straftaten. Auch der Wohnungseinbruch ist stark gesunken, weil die Menschen sind zu Hause. Und der Täter, der im Wohnviertel unterwegs ist, sieht überall Licht und hat keine Chance. Deswegen, die Pandemie hat da schon auch viel Einfluss, was die Straße anbelangt. Aber sie wird auch nie ganz von der Straße verschwinden. Die Kriminalität, das ist immer wichtig. Es wird immer auch Straßenkriminalität geben. Auch der analoge Sektor wird in einem gewissen Maße erhalten bleiben. Aber sehr viel wird auch sich ins Netz verlagern. Wenn man von Netz und Kriminalität spricht, redet man ganz oft über das Darknet, also eine eigene Form von Internet. Über Jahre hinweg fühlte jeder, der sich im Darknet war, sicher, dass man ihn nicht verfolgen kann und dass er sich da in einer Art rechtsfreiem Raum bewegt. Ist das heute auch noch so? Es ist kein rechtsfreier Raum. Letztendlich muss jeder damit rechnen, der dort Geschäfte abwickelt, der dort Hass verbreitet oder sonstige strafrechtlich relevante Handlungen durchführt, bei dem klingeln wir eines Tages. Und wenn man in der Vergangenheit, in der jüngsten schaut, wie viele Ermittlungsverfahren erfolgreich jetzt geendet haben, wo die Täter im Darknet unterwegs waren, sei es bei der Verbreitung von Kinderpornografie oder beim Rauschgifthandel, die Botschaft lautet, da kriegen wir euch, da braucht sich niemand verstecken. Rauschgifthandel oder erweitert Substanzen in der Nähe von Rauschgift, ist das eigentlich auch was, wo man merkt, dass die Pandemie das noch mal befördert hat? Natürlich spielt im Bereich Rauschgift auch chemische Substanzen eine Rolle. Das, was immer so harmlos als Badesalze oder Kräutermischung dargestellt, wo sich um psychoaktive Stoffe handelt, die extrem die Menschen gesundheitlich schädigen. Auch hier stellen wir natürlich fest, dass da der Internethandel floriert, dass das alles heutzutage auch mittels Postversand erfolgt. Und auch das ist ein Aufgabenbereich, der wird uns in Zukunft noch viel mehr beschäftigen. Kommen Ihre Chemiker überhaupt noch hinterher mit der Analyse, was da jetzt alles an Zusammensetzungen unterwegs ist, an bunten Tütchen? Die sehen ja manchmal sehr fröhlich aus, so auf die Jugend schön hinzugetrimmt. Das ist ja das Perfide, alles bunt und harmlos und in Wirklichkeit hochgefährlich. Also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Labors können sich über Arbeit nicht beklagen. Da gibt es viel zu tun, sowohl in diesem chemischen Bereich, aber auch das klassische Rauschgift, wo es darum geht, festzustellen, wie hoch ist denn der Wirkungsgrad. Auch hier gibt es ja Veränderungen. Cannabis ist ja heutzutage deutlich wirksamer wie früher. Der THC-Gehalt ist deutlich höher und hier gilt es immer wieder festzustellen, wie hoch ist er überhaupt, um natürlich auch die Gefährlichkeit immer wieder darzustellen, weil gerade beim Cannabis gibt es natürlich schon große Verharmlosungstendenzen. Alles wird so in den medizinischen und Gesundheitssektor transferiert. Da gibt es viel Arbeit für uns. Was halten Sie von doch mittlerweile recht vielen Stimmen, die eine Legalisierung von Cannabis fordern? Überhaupt nichts, weil letztlich würden wir wieder eine Droge freigeben. Sowas macht keinen Sinn, weil alle seriösen Studien, und das ist auch nicht irgendwie nur eine Sichtweise, sondern viele Wissenschaftler auf der ganzen Welt belegen die Schädlichkeit von Cannabis, vor allem für junge Menschen, wo der Dauerkonsum so viele Schäden, vor allem psychische Schäden, hervorrufen kann, dass es überhaupt nicht Anspruch unserer Gesellschaft sein kann, diese jungen Menschen in so ein Schicksal zu bringen, sondern wichtig ist eigentlich immer, auf die Gefahren hinzuweisen, statt das so zu verharmlosen.
Wenn Sie jetzt, wenn wir mal in die Glaskugel schauen, Sie beschäftigen sich ja nicht nur mit den Verbrechen, die es gibt, sondern auch mit Verbrechen, mit denen Sie rechnen oder wo Sie denken, dass die Entwicklung hingeht. Wo steuern wir denn hin? Ja, wir steuern dahin, dass natürlich die Technik immer eine größere Rolle spielt, die Digitalisierung. Wir werden in dem Bereich Cybercrime eine Vielfalt von Deliktsformen erleben, die heute noch gar nicht so ausgeprägt sind. Aber klar, mit jedem Fortschritt der Technik, mit jedem mehr an Nutzung der Digitalisierung, wird es auch bei den Straftätern Ideen geben, darauf zu reagieren und die Opfer zu finden. Wir werden immer mehr die klassisch hergebrachten Betrugsvarianten, die es gibt, die werden wir dann auch im Netz wiederfinden. Wir werden immer mehr feststellen, dass man natürlich versucht, auch technisches Know-how zu entwenden, weil das ist natürlich von hohen Gewinnen geprägt. Das heißt, auch das Thema Wirtschaftsspionage wird noch in einem größeren Ausmaß zu finden sein. Und insgesamt werden wir feststellen, dass es, wie es immer in der Geschichte ist, die Täter werden immer versuchen, sich auf neue Gegebenheiten einzustellen. Deswegen ist es für uns immer wichtig, den Versuch zu unternehmen und den Anspruch zu haben, auch mal einen Schritt vorauszukommen. Und da sind wir, denke ich, auch auf einem guten Weg. Jetzt kriegen Sie 100 neue Mitarbeiter in den nächsten Jahren. Wofür brauchen Sie die? Ja, wir brauchen es vor allem für den Bereich Cybercrime, für alles, was mit dem Thema IT zu tun hat. Wir brauchen es vor allem auch für den Bereich der Auswertungen, um Informationen noch schneller auch zu verarbeiten, um entsprechende Erkenntnisse zu gewinnen. Wir werden damit aber auch den Bereich Staatsschutz natürlich stärken, weil auch hier stellen wir natürlich fest, der Extremismus in all seiner Ausprägung, der wird auch immer wieder Bedeutung haben. Und man sieht ja jetzt auch aktuell mit der Querdenkerbewegung, gibt es immer Bezüge zu Extremismus. Daraus können Gefahren entstehen. Und da ist jeder Kollege und jede Kollegin wichtig, der in diesem Bereich auch arbeitet, Informationen verarbeitet und entsprechende Verfahren führt. Jetzt stehen Sie ja tatsächlich in Konkurrenz zur Privatwirtschaft, gerade was IT-Spezialisten betrifft. Die werden eigentlich überall und von jedem gesucht. Schaffen Sie es denn, diese Stellen zu besetzen? Also momentan sind wir noch sehr zufrieden, aber wir wissen natürlich, wir konkurrieren auf einem Markt, wo viele Player unterwegs sind. Da haben wir starke Konkurrenz. Wir können, glaube ich, immer mit unserem Beruf viel Werbung machen. Wir haben es in dem Beitrag von der Frau Klug auch gehört, so die innere Befriedigung, etwas Sinnvolles zu tun, das können wir bieten. Wir können quasi die Welt ein bisschen besser machen und auch uns gegen das Verbrechen stellen. Und ich glaube, das ist etwas, wo viele Menschen eine gewisse Wertschöpfung drin finden. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, wenngleich die Konkurrenz groß ist. Wie kriegen Sie das dann psychologisch hin, dass Ihre Ermittlerinnen und Ermittler sich da immer noch als positiv begreifen, obwohl sie in einem Meer sind, also gerade was Kriminalität im Netz betrifft, das ja schier unerschöpflich erscheint? Also grundsätzlich hat jeder von uns natürlich eine gewisse Einstellung und Berufung, sonst wäre er niemals, hätte er sich niemals für die Polizei entschieden. Und man weiß, man ist eigentlich dort unterwegs, wo andere lieber nichts damit zu tun haben. Also ich sage immer, in die Abgründe, in die wir schauen, das möchte manch einer gar nicht. Und das hat auch nichts mit dem Krimi zu tun, weil da wissen alle, okay, das ist dann nach einer Dreiviertelstunde oder nach eineinhalb Stunden wieder vorbei. Also deswegen sind wir unterwegs in einem Bereich, der sehr belastend ist, aber auch immer mit dem Anspruch, jawohl, wir tun etwas dafür, dass wir Verbrechen eindämmen können. Und das ist, glaube ich, auch das, wo jeder die Kraft draus zieht, tagtäglich ins Büro zu gehen und seinen Beitrag zu leisten, dass wir auch den Tätern auf die Spur kommen. Ich merke, Sie können das LKA als Arbeitgeber empfehlen. Absolut. Ich arbeite ja selber dort. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für die nächsten Jahre? Also wichtig ist, dass wir insgesamt die Kolleginnen und Kollegen fit machen können für die Zukunft, dass wir auch immer auch Möglichkeiten anbieten, was Aus- und Fortbildung in unseren Bereichen anbelangt, dass wir uns attraktiv macht für junge Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade bei der Bereitschaftspolizei in der Ausbildung sind, zu sagen, kommt zu uns, wir haben ein interessantes Tätigkeitsfeld. Und wir haben die Herausforderung, dass wir die nächsten Jahre im Bereich der Technik uns selber weiterentwickeln müssen. Wir sind da wirklich auf einem sehr guten Standard, aber
da wäre Stillstand fatal. Da muss man immer nach vorne. Und wir müssen noch viel mehr auch um uns rumschauen, wer kann uns helfen, auch Kooperationen suchen mit Universitäten, mit anderen Behörden, um hier noch besser zu werden. Aber da ist mir nicht bange. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch, Herr Pickert. Ich hoffe, Sie können die Geburtstagsfeier nachholen. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viel Freude mit dem Programm von München TV.